Hallo und herzlich willkommen auch in dieser Woche, wenn es wieder um einen PC-Zusammenbau bzw. eine PC-Empfehlung geht. Ich bin der Stefan am Kanal von Dalian unterwegs und freut mich, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid. Bis gleich. Wie gesagt, bauen wir diese Woche einen PC um die 1000, 1100 Euro. Ich habe mir das etwas leichter vorgestellt, als es dann tatsächlich war, aber ich werde euch dann genauer erklären, wo die Herausforderungen in diesem Preisbereich liegen. Starten wir gleich mit dem Prozessor und in dieser Woche sind wir bei der aktuellsten Ryzen-Generation angelangt. Wir verbauen diese Woche den Ryzen 5 3600 ohne X. Es gibt auch eine X-Variante, aber wir ziehen die ohne X vor. Unser Prozessor hat 6 Kerne und taktet mit 3,6 Gigahertz. Für die Gamer unter euch, das ist der wohl empfehlenswerteste Prozessor der aktuellen Ryzen-Generation, wenn es um Gaming geht. Bei unserem PC liegt aber der Fokus viel eher auf der Bild- und Videobearbeitung und nicht am Gaming. Nichtsdestotrotz, für die 180 Euro, ja, der Prozessor kostet unter 200 Euro, wird hier enorm viel geboten und man hat sowohl bei der Bildbearbeitung als auch beim Videoschnitt seine Freude damit, egal ob ihr jetzt in 4K oder in Full HD arbeitet. Der Prozessor bringt dabei nicht nur seine Leistung oder enorm viel Leistung für das Geld, sondern er ist noch dazu besonders effizient. Der Prozessor möchte natürlich irgendwo verbaut werden und das führt uns zu unserem Mainboard. Auch in dieser Woche empfehle ich euch das MSI B450 Tomahawk Max. Eines der, wie gesagt, meist verbautesten und meist empfohlenen Mainboards da draußen. Der Vorteil bei der B450-Serie ist nicht nur der Preis und die Leistung, die man dafür geboten bekommt, sondern auch, dass man die aktuellen Ryzen-Prozessoren verbauen kann, ohne dass man das BIOS flashen muss. Das heißt, man muss den Prozessor einfach auspacken und am Mainboard einsetzen und schon kann es losgehen. Das führt uns auch schon zu unserem nächsten Bauteil und zwar den Arbeitsspeicher. Und hier hat sich in dieser Woche wieder etwas verändert, denn wir verbauen nicht mehr 16 GB RAM, sondern 32 GB RAM. Dabei bleibe ich auch bei meiner Empfehlung wie in den letzten Wochen und zwar beim Corsair Vengeance LPX. Diesmal, wie gesagt, in der 32 GB Variante. Je nachdem, ob ihr in Zukunft upgraden wollt oder nicht, könnt ihr zum 2x16 GB Kit greifen, das heißt 2 Regel A 16 GB oder zum 4x8 GB Kit. Das bleibt jedoch euch überlassen. Wenn ich eine Empfehlung abgeben müsste oder sollte, dann würde ich sagen, greift zur 2x16 GB Variante. Dann habt ihr in der Zukunft immer noch die Möglichkeit, auf 64 GB RAM aufzurüsten. Das führt uns auch schon zu unserem nächsten Bauteil, und zwar der Grafikkarte unserer GPU. Und hier habe ich mir bei der Auswahl etwas schwerer getan, einfach weil wir diese Woche Bauteile verbauen, die etwas teurer sind und auf der anderen Seite, weil uns das ja in unserem Budget etwas limitiert. Aber auch hier haben wir gute Alternativen verfügbar. Die erste, die ich erwähnen möchte, ist die Gameboard GeForce GTX 1660 Ti. Eine Nvidia-Grafikkarte mit 6 GB RAM, die uns bei unseren grafiklastigeren Anwendungen unterstützt. An die Gamer unter euch, man kann damit auch spielen, allerdings nicht in den High-End-Auflösungen. Die Grafikkarte kostet aktuell um die 300 Euro. Als Alternative zu unserer ersten Grafikempfehlung habe ich noch eine zweite rausgesucht, und zwar die KFA 2 GeForce GTX 1660 Super. Also dieselbe Serie wie die 1660 Ti, nur eben die Super-Variante und auch mit 6 GB Speicher. Es bleibt euch überlassen, welche der beiden ihr auswählt. Nehmt die zweite Grafikkarte, ist etwas günstiger, aber schaut einfach, wo ihr den besseren Deal macht. Sie sind beide sehr empfehlenswert und unterstützen unseren PC bei der Bildbearbeitung und beim Videoschnitt dort, wo es etwas grafiklastiger wird. Kommen wir als nächstes zu unseren Festplatten. Und hier verbauen wir auch in dieser Woche zwei Stück. Eine etwas kleinere für unser Betriebssystem und unsere Software und eine etwas größere für unsere Bild- und Videodateien. Ein Tipp für euch, falls ihr in eurem alten PC eine SSD verbaut habt, spricht nichts dagegen, diese auch in den neuen PC mitzunehmen. Erlaubt mir an dieser Stelle einen kleinen Exkurs. Standard heute sind die sogenannten SATA 600 bzw. SATA 3 Festplatten. Diese sind 2,5 Zoll groß und meist 7 mm hoch. Davon gibt es aber auch Variationen.
Die sogenannte M2-Festplatte wird häufiger in Notebooks verbaut, einfach weil sie kleiner und flacher ist. Was bedeutet das jetzt für uns? Wenn ihr regelmäßig mit großen Dateimengen arbeitet, dann kann sich eine PCIe-SSD sehr wohl auszahlen. Denn beim Kopieren von den SD-Karten auf die Festplatte beispielsweise hat sie gegenüber herkömmlicher SATA-SSDs immer die Nase vorne. Ansonsten im Videoschnitt oder bei der Bildbearbeitung ist diese Schnelligkeit nicht in diesem Ausmaß spürbar, beziehungsweise wird euch gar kein Unterschied auffallen. Ihr könnt allerdings auch einfach nach dem Preis gehen und euch je nachdem einmal für eine PCIe-SSD oder für eine herkömmliche SATA-SSD entscheiden. Kommen wir nach diesem kurzen Exkurs wieder zu unseren PC-Komponenten zurück. Für unsere Systemplatte reicht wie gesagt eine kleinere SSD. Hier habe ich die altbewährte Crucial MX500 ausgewählt in der 250 GB Variante. Das wäre jetzt die klassische SATA 600 SSD. Als Alternative habe ich euch auch die M2 Version herausgesucht. Das M2 bezeichnet reinen Formfaktor und wie ihr seht, ist diese wesentlich kleiner und flacher. Von der Geschwindigkeit her gibt es keinen Unterschied, beide Festplatten sind gleich schnell. Der Vollständigkeit halber habe ich euch diese Woche auch noch eine Samsung SSD in die Empfehlungen gepackt, und zwar die Samsung 860 Evo, ebenfalls in der 250 GB Variante. Nachdem wir nun unsere System-SSD behandelt haben, kommen wir zu unserer Daten-SSD. Unsere Datenfestplatte dient dazu, die Bild- und Videodateien abzuladen, bevor sie bearbeitet werden. Und hier gibt es diese Woche eine wesentliche Änderung bzw. Neuerung. Und zwar verbauen wir diese Woche die Crucial P1 SSD. Diese ist eine PCIe-SSD, die über den PCIe-Anschluss am Mainboard angeschlossen wird und erreicht im Vergleich zu einer herkömmlichen SATA-SSD wesentlich höhere Schreibraten. Im Vergleich zur herkömmlichen Crucial MX500 in der Größe von einem Terabyte ist diese PCIe-SSD sogar um 10 Euro günstiger. Die nächste Komponente, die wir uns ansehen, ist unser Netzteil. Hier hatte ich eigentlich eine relativ klare Vorstellung, musste dann aber in der Recherche feststellen, dass meine ersten Empfehlungen alle vergriffen sind bzw. diese nicht mehr verfügbar sind. Ein einfaches Beispiel dazu, das Corsair RM550X PC-Netzteil, 80 plus Gold zertifiziert, 550 Watt. Hätte ich euch empfehlen wollen, mache ich auch, ich stelle euch auch den Link rein, aber aktuell scheint es vergriffen zu sein. Gleiches gilt für meine zweite Empfehlung und das Netzteil, das auch ich selbst in meinem PC verbaut habe, das BeQuiet Straight Power 11, ebenfalls in der 550 Watt Version. Dieses Netzteil scheint auch bei einigen Händlern derzeit vergriffen zu sein. Link findet ihr trotzdem in der Beschreibung. Damit unser PC diese Woche aber nicht ohne Netzteil dasteht, habe ich jetzt trotzdem zwei Alternativen für euch, die ihr ohne Bedenken kaufen könnt. Einmal ist das Corsair TX650M, ebenfalls 80 plus Gold zertifiziert. Ein solides Netzteil, mit den 650 Watt hat man mehr als genug Reserven. Die 550 Watt würden zwar auch reichen, aber die Netzteile von heute sind dermaßen effizient, dass das im praktischen Betrieb nicht auffällt. Als Alternative zum Corsair habe ich ein Netzteil, das ich schon letzte Woche in unseren Empfehlungen gehabt habe, und zwar das Seasonic Focus GX550 in der 550 Watt Variante. Auch dieses ist 80 plus Gold zertifiziert und mit keinem der beiden Netzteile könnt ihr etwas falsch machen. Jetzt fehlt uns nur noch eine Komponente, damit unser PC komplett ist, und zwar das Gehäuse. Auch diese Woche habe ich wieder zwei Empfehlungen für euch. Einmal das Shakun M25 Silent PCGH Edition. Das ist die PC Games Hardware Edition. Als Alternative zum Shakun-Gehäuse habe ich diese Woche ein BeQuiet-Gehäuse für euch, und zwar das BeQuiet PureBase 600. Dieses ist eines der solidesten Mittelklasse-Gehäuse am Markt und wurde auch bzw. wird von vielen Nutzern als Komponente herangezogen. Damit ist unser PC auch schon wieder komplett. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls es Fragen gibt oder Anmerkungen, rein damit in die Kommentare und bis bald.